Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zum Videogottesdienst hier aus der Johanneskirche in Pirmasens am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Ein Wort aus dem Matthäusevangelium begleitet uns durch die neue Woche und kommt auch im Predigttext vor. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Beladen sein, das ist etwas, das kennen Sie sicher auch. Aber wie finde ich in dieser Situation Frieden? Darum wird es heute immer wieder gehen. Jetzt singen wir gemeinsam: Du hast uns Herr gerufen und darum sind wir hier. Lied Nummer 168, die Strophen 1 bis 3. Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Gemeinsam mit vielen bitten wir dich, erquicke unsere Seele, stärke unsere müden Hände und mache fest unsere wankenden Knie. Amen. Komm, sag es allen weiter. Ich lade sie ein, mitzusingen das Lied 225, die erste Strophe. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander fügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Lasst uns nun gemeinsam singen aus dem blauen Liederheft, die Nummer 160. In Christus gilt nicht Ost noch West, die Verse 1 bis 4. Thank you.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Schlaue Sätze, kluge Reden, einflussreiche Worte, Machthaber. Genau das hat Jesus nicht im Blick, als er seinen himmlischen Vater mit folgenden Worten lobt. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Nicht die Weisen und Klugen erkennen, wer Jesus ist und was Gott will, sondern die Unmündigen. Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Er ist ein Rebell, ein Revoluzer in den Augen vieler Machthaber der damaligen Zeit. Nicht umsonst wird er verfolgt. Ein System könnte durch ihn ins Wanken geraten. Wer will das schon? Bei uns ist ein System ins Wanken geraten. Wir haben es in den vergangenen Monaten erlebt. Wer ist relevant für unser System, wurde immer wieder gefragt. Und plötzlich wurde klar, nicht die Machthaber, die mit klugen Worten und vielen Reden sorgen fürs Überleben, sondern die, die normalerweise kaum im Blick sind. Ich würde sie nicht als die Unmündigen bezeichnen, aber doch die, die einen Job machen, der oft nicht so honoriert wird. Die Männer und Frauen der Abfallwirtschaft, die Pflegenden in den Krankenhäusern und Heimen, in den Pflegediensten, Verkäuferinnen und Verkäufer, natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle, die mit Betreuung und Erziehung von Kindern zu tun haben, Hausarbeit verrichten, zum Zuhören da sind, die begleiten. Viele sind schlecht bezahlt, machen ihre Arbeit trotzdem gern. Wie wichtig sie sind, haben die letzten Monate gezeigt. Bleibt abzuwarten, ob das zukünftig vielleicht mehr honoriert wird. Für Jesus sind alle systemrelevant, die ihr Herz öffnen für seine Worte. Und so spricht er folgende Einladung aus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir alle, damit sind sie gemeint. Alle sollen kommen, ohne Ausnahme. Das ist mehr als eine allgemeine Einladung nach dem Motto, wer kommt, der kommt. Es ist eine Aufforderung, sich auf den Weg zu machen. Was hält uns ab? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In der Übersetzung der Basisbibel klingt das so: Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Mühselig und beladen, abgemüht und belastet. Ja, das kenne ich. Wie schnell ist dieses Gefühl da? Ich bin einfach müde, geschafft. Die Arbeit liegt wie ein Berg hinter und vor mir. Oder die Sorgen drücken. Trauer beschäftigt mich. Einsamkeit quält. Es gibt so viele Gründe, mühselig und beladen zu sein. Nicht umsonst höre ich oft, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja, und manchmal da ist es eben nicht nur ein Päckchen, sondern ein ganzes Paket, eine schwere Last. Kommt, kommt her zu mir, sagt Jesus. Gerade du, der du so eine schwere Last trägst und dir Sorgen machst, komm her. Ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe schenken. Endlich zur Ruhe kommen, auftanken, Kraft finden. Das sollte nicht nur eine schöne, sehnsüchtige Vorstellung sein. Das braucht jede und jeder von uns regelmäßig, um weiterzumachen, um zu überleben. Und der Satz von Jesus aus dem Predigttext, der trifft es ganz genau. Jesus macht klar, dass er uns die Last nicht abnehmen kann. Und das entspricht ja auch unserer Erfahrung. Aber er kann Ruhe schenken
auf unserem Weg. Er kann Lasten mittragen, indem wir uns ihm anvertrauen. So kann es gehen. Bei Jesus ankommen, loslassen, ihm vertrauen, ihm meine Belastungen, Sorgen, Qualen anvertrauen für einen Moment. Bei ihm sein lassen, Ruhe finden, Frieden, erquickt werden. Das tut gut. Und Jesus führt weiter aus, wie das mit der Ruhe, mit dem inneren Frieden funktionieren kann. Er sagt, nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Eigentlich will ich gar kein Joch tragen, kein schweres, aber auch kein leichtes. Ich will mich nicht wie ein Ochse vor den Karren sperren lassen, das ist kein schönes Bild. Und doch kann ich es nicht abschütteln. Wir reden oft vom Eingespanntsein. Ich bin eingespannt im Beruf, in der Familie, im Ehrenamt. Ich lasse mich einspannen für allerlei Aufgaben und Dienste. Manchmal ist der Bogen dann aber auch überspannt und ich fühle mich von der Last erdrückt. Das Bild vom Joch zeigt, dass Jesus diese Erfahrung kennt und ernst nimmt. Auch wenn ich kein Joch tragen will, ich komme nicht drumherum. So ist das Joch vielleicht das Päckchen oder Paket, das ich zu tragen habe. Jetzt kommt es darauf an, wie ich es trage. Hören wir auf den Lehrer Jesus, der sagt, lernt von mir, seht nicht auf jemanden herab, seid demütig, dann findet ihr Frieden. Ganz im Sinne der jüdischen Tradition erleben wir Jesus hier als Rabbi, als Lehrer. Er nimmt Worte aus dem Buch Jesus Sirach auf. Dort ist zu lesen, kommt her zu mir, ihr Unerfahrenen, und geht bei mir in die Schule. Beugt euer Nacken unter das Joch der Weisheit. Seht mich an, ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden. Das Buch Jesus Sirach lobt Gottes Weisheit und der Sprecher redet von der Erfahrung, die er mit dieser Weisheit gemacht hat und die er gerne weitergeben möchte. Jesus redet und er handelt genau in dieser Weisheit, in der Kraft Gottes. Sie hilft, das Joch des Lebens zu tragen. Sie zeigt uns Wege, dass das Joch leicht ist und wir Frieden finden. Wie das gehen kann, erfahren wir im Fortgang des Matthäus-Evangeliums. Nachdem Jesus nämlich das gesagt hatte, spaziert er mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld. Sie haben Hunger und schneiden sich ein paar Ähren ab, um satt zu werden. Doch es ist Sabbat und nach jüdischem Gesetz verboten, so etwas zu tun. Genauso sind Heilungen am Sabbat untersagt. Doch Jesus lässt sich nicht davon zurückhalten und macht einen Menschen mit einer verkrüppelten Hand wieder gesund. Die Gesetzeshüter machen ihm Vorwürfe und überlegen sich, wie er zu bestrafen sei. Doch für Jesus zählt nur eins, der Mensch und die Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist für ihn Richtschnur seines gesamten Tuns. Das macht sein Joch leicht, denn es zeigt, dass alles, was wir tragen müssen, einem guten Zweck dient, wenn wir es aus Liebe tun. Das ist die Lektion. Das will der Rabbi Jesus vermitteln. Ein System wird nicht durch Gesetze und Verordnungen am Leben gehalten. So funktioniert es nicht. Ein System lebt von den Menschen, die in ihm leben, die füreinander da sind, helfen, lieben, lachen, Frieden finden. Darum geht es. Nicht einfach. So vieles liegt im Argen, immer wieder erschüttert. Jesus sagt, komm zu mir, gerade du, jetzt, wo die Last dich drückt, komm. Ich will deiner Seele Ruhe schenken, dir Frieden verschaffen. Du kannst aufatmen,
Trage das Joch, aber trage es leicht, so wie ich. Lass der Liebe Raum, so wie ich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns das Lied singen, Stern, auf den ich schaue, im Gesangbuch die Nummer 407. Dorthin, wo noch immer Besuche verboten sind und auch Seelsorgerinnen fernbleiben sollen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Lass diesen Ruf dahin dringen, wohin kein Wort und kein Mitgefühl mehr reichen. In die Keller, wo gefoltert und missbraucht wird. In Zellen, Erdlöcher und Käfige, in die Lager und Umerziehungsanstalten, wo Menschen vegetieren. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst diesen Ruf in die feinen Ritzen und Risse durchdringen, wo Selbstüberhöhung, Rassismus und verhärtete Ideologien herrschen und doch brüchig werden können, dahin, wo Menschen abgeschottet und verhärtet sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst diesen Ruf dahin dringen, wo Angst zur Panik wird, wo Depressionen die Welt zu einem leeren Gerüst und zu einem hohlen Schauspiel verwandeln, wo kein Wort mehr einen Sinn hat und kein Gedanke mehr einen Wert. Barmherziger Gott, heute denken wir besonders an 4 Menschen, von denen wir in der vergangenen Woche Abschied nehmen mussten und die wir unter deinem Wort beerdigt haben. Wir denken an Frau Renate Richter, geborene Schuster, die im Alter von 86 Jahren verstorben ist und in der Bismarckstraße wohnte. Wir denken an Frau Karin Kneip, geborene Winwa, die im Alter von 61 Jahren verstorben ist und in der Zweibrücker Straße wohnte. Wir denken an Herrn Thomas Nagel, der 55 Jahre alt wurde und in der Gustavstraße wohnte, und an Herrn Werner Rothaar, der 83 Jahre alt wurde, zuletzt in der Steinstraße wohnte, vorher in der Friedrichstraße. Tröste die Angehörigen und alle, die trauern. Lass uns gewiss werden, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns hat. Und lass uns auf die Worte deines Sohnes vertrauen, der uns verspricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Füreinander und miteinander beten wir weiter, wie Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein paar Mitteilungen gibt es wie immer noch für Sie. Wir laden Sie herzlich ein, am morgigen Montag um 18 Uhr zum Friedensgebet hier in die Johanneskirche zu kommen. Bis zu den Sommerferien werden wir jeden Montag von 18 bis ca. 18.20 Uhr das Friedensgebet hier halten. Natürlich unter Beachtung der Hygienebestimmungen. Eine Anmeldung dazu ist aber nicht nötig. Nach den Sommerferien geht es dann auch wieder weiter mit dem Friedensgebet. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich zur Konfizeit am Dienstag hier in der Kirche von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr tagt unser Presbyterium hier. Eine ganz herzliche Einladung zur kleinen Orgelnacht, der ersten musikalischen Veranstaltung seit Corona wieder hier in der Kirche. Ich denke, viele Menschen sehnen sich nach Musik und Kultur und so lade ich Sie ein, diese Chance zu nutzen. Maurice Croissant und Gernot Gölter werden am Samstag, dem 27. Juni von 20 bis 21 Uhr Orgelwerke zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei, aber Sie müssen sich vorher anmelden, damit wir Ihnen dann hier einen Platz reservieren. Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz mit. Am Platz dürfen diese dann abgenommen werden. Anmelden können Sie sich über unsere Homepage oder telefonisch im Pfarramt. Am nächsten Sonntag, dem 28. Juni, laden wir Sie ein, zum Gottesdienst hier in die Johanneskirche zu kommen. Ein Gottesdienst mit Besucherinnen und Besuchern. Auch da gilt nach wie vor, dass wir Sie bitten, sich anzumelden über die Homepage oder telefonisch.
bitte auch hier den Mund-Nasen-Schutz mitbringen und die Hygienebedingungen beachten. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir dürfen leider in den Gottesdiensten in der Kirche momentan nicht singen. Deswegen ist es so schön, dass wir heute zu Hause singen durften. Sobald sich das wieder ändert, bekommen Sie natürlich Bescheid. Weiterhin gibt es jeden Tag Impulse über unsere Homepage oder auf dem YouTube-Kanal. Und ich will schon mal einen Ausblick geben. Im Juli und August sind wir wieder mit Geh mit unterwegs. Die Wanderungen können stattfinden, aller Voraussicht nach, an der frischen Luft, wenn wir den Abstand einhalten. Und da freuen wir uns sehr drauf. Termine finden Sie auf unserer Homepage oder dann auch im nächsten Newsletter. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mit diesem Wort gehen wir in die neue Woche. Und ich wünsche Ihnen, dass es eine gute Woche wird. Jetzt singen wir als Schlusslied Du bist mein Zufluchtsort aus unseren blauen Büchern, die Nummer 123. Den Segen Gottes.